Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Bioshock 2. Ich weiß, wo wir hin müssen, aber ich weiß auch noch, dass wir haben jetzt ein paar Raketensperre eingesetzt, dass hier alleine 3 Stück waren. Und die gibt es gar nicht so häufig. Und in dem Büro gab es auch nochmal Verbandskästen und theoretisch Speere, aber ich glaube, das war ja auf einer ganz anderen Etage, ne? Ja, das ist der Showroom. So, wo war denn das Büro? War doch hier, oder? Hier hinten. Ja, genau. Weil da will ich mit vollen Raketensperren durchgehen, weil dann können wir die einen Gegner, die so ähnlich wie die Big Daddies sind, einfreezen und mit Raketen einfach niederschmeißen. So. Hure. Lügner. Okay. Jetzt. Oh Gottes Willen. Hat die Elite-Drohne mich erschreckt, die uns folgte. Junge, da ging der Puls gerade nach oben. Oh, hallo. Danke dafür. Jetzt kommen wir hier durch, also okay, nice. Drohne. Ich will meine Drohne schon mitnehmen. Das ist eine gute Drohne. Danke. So eine Elite-Drohne sollte man schon bei sich behalten, oder? Ah, kann ich wahrscheinlich eh nicht. Ich sollte Dr. Lamps größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes. Darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Oh, tut mir leid, Drohne. Jetzt bin ich für Sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher eingestelltes Experiment. Meine Punktezahlen bei Intelligenz- und Wertvorstellungstests sind immer noch bemerkenswert, aber ich baue rasch ab. Sie hat mich fallen gelassen und ich habe nicht mehr viel Zeit, bevor ich dem Wahnsinn verfalle. Okay, auf zum... Genau das. Auf zum... Hätte ich jetzt erwartet, irgendwie verborgenen Plasmidlabor. Hallo? Portemonnaie ist voll? What the heck? Wie kann denn ein Portemonnaie voll sein? Schade, dass es dafür keinen Erfolg gibt. Errungenschaft. Oh, die arme Katze. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxyfield-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Ich kann jetzt hier nicht mal irgendwie was einklicken, um da... Ne. Okay, also es ist wirklich nur hier rein. Okay, anscheinend müssen wir mal Geld ausgeben für Munition. Das hört man doch mal gerne. Na geil. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Na, geil. Wo war das andere Ding da hinten? Na, da. Das hat hauptsächlich Munition.
So. Sollen wir Panzerbrechen kaufen? Okay. Ich habe ja eigentlich nicht unnötig irgendwas gekauft. Wundert mich, dass da noch mehr rausfällt. So, Aspirin, Flintenkugel. Wow. Wir haben echt alles randvoll an Munition, was geht. Niedrigt. Krass. Also wir sind mal gut ausgerüstet, würde ich sagen. Ich hoffe, für euch ist es genauso hell wie für mich. Ich finde den Speer an sich halt mega cool. Oder die Waffe, weswegen ich den hauptsächlich nutze. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Addon, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Aha. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter! Oh, 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 fuck, 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 fuck. Geht ganz schön viel aus.
Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Jo. Schon interessant, wenn du nicht mal irgendwann mehr alles mitnehmen kannst. Okay. Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Okay, noch zwei weitere Sachen. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Diese armen Teufel, was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Was der Plan ist. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Easy besiegt. Hallo Kleine. Okay.
Oh. Oh. Kriegt da auch noch zwei Fallensperre. Jetzt die Frage, von wo die alle kommen. Hehe. So. Ja, sammeln schön schnell. Klar ist man keine Fortschrittsanzeige dafür. Doch, hat man. Ha! Yo, geh mal. Okay, wenn ich selber durch die Falle laufe, deaktiviere ich sie nur. Ah, sie ist fertig. Hi. Kann ich dann noch mal das aktivieren? Sie keine Raketensperre haben. Willkommen im Zirkus der Werte. Ja, aber wie kann ich nochmal, dass sie nach Adam sucht? War doch eigentlich auf F, oder? Hab sie doch aufgesammelt, oder nicht? Okay, gehen wir einfach mal weiter. Das war ranzoomen, ne? Ah. Gib mir das Kind. Super. Bienvenido al amor.
Ja, ja. Schön, dass er die da drin einfach tötet. Ja, ja. Zack, Fallenmeister. 30 Gegner nur mit Fallen ausgeschaltet. Sehr schön. Jo. Passt das gleich? Sehr schön, Süße. Gut gemacht. So. Ah, okay. Wir umbeuten die Gegner also. Tja. Alter, leck mich. Okay, die ist hier, aber ich muss die eine schnell erstmal wegbringen, oder? Da. Jo, wie schnell die hier aneinander rein, ey. Mein Gott. Die eine gerade mal weggebracht, da ist die andere schon wieder hier. Kann ich den eigentlich nochmal machen? Auf jeden Fall habe ich hier noch Mini-Geschütz. Aber ich habe keine Raketensperre mehr, was echt nervig ist. Sperre. Guck mal, hacken wir den doch mal und kaufen noch. Antiperson. Oh, ich habe mal kein volles Geld mehr. War nicht schlimm. Wärmesuchend hätte ich vielleicht verwenden sollen. Das kriegen wir schon alles wieder hin. Nee. Oh. Hä, noch eine. Alle gefunden, aber dich greife ich nicht an.
man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Warte, nein, nein, sammle noch nicht. Hallo? Hä? Okay, Hallo? Ich kann keine Steuerung mehr. Er reagiert nicht mehr auf meine Maus. Tastatur geht noch, aber auch nicht laufen. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich guck mal, woran es liegt. Jedenfalls muss das Game neu starten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Gerne ein Abo, um mich zu supporten. Und aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dann. Haut rein.